Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Pünktlich zum ersten Schnee hat es mich in den Wald rausgezogen und heute machen wir die tschechische Konzepttour 2.0. Dazu könnt ihr schon sehen, dass ich den tschechischen Armeeparker anhabe und ihr könnt auch sehen, dass ich heute wieder mit meinem Fahrradgespann unterwegs bin. Probiere heute zum allerersten Mal so richtig im Schnee aus, habe ich vorher auch noch nie probiert. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass ich einen Teil 2.0 zur tschechischen Konzepttour mache? Ihr könnt euch vielleicht an den unliebsamen Rucksack aus dem ersten Teil erinnern, über den ich mich etwas beschwert habe. Der ist der Grund dafür und ich zeige euch gleich mal warum. Werfen wir erst einmal nur mal einen kurzen Blick auf mein Gespann an sich, bestehend aus meinem Apokalypsen Mini-Klapprad. In Kombination mit dem Fahrradanhänger. Den Fahrradanhänger, den kennt ihr aus meinen anderen Touren ja bereits, habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt. Normalerweise befindet sich da hinten drin eine schwarze Eurobox. Die habe ich aber jetzt getauscht. Und ihr könnt jetzt hier schon diesen tschechischen Armee-Rucksack sehen. Über den habe ich mich in dem damaligen Video etwas beschwert. Das ist kein richtiger Kampfrucksack und der hat ein sehr bescheuertes Tragesystem. Dieser Rucksack, den muss man eigentlich eher als einen Fast-C-Sack verstehen. Aber selbst dafür, sage ich ganz ehrlich, das ist keine Entschuldigung für dieses Tragesystem, weil er ist einfach unmöglich am Rücken zu tragen. Der hängt einfach nur immer blöd dran. Und er hat leider auch nicht wie bei zum Beispiel der holländischen großen Armee-Reisetasche irgendwie so einen Gurt, den man jetzt oben rüberspannen könnte, dass man sie als Reisetasche verwendet. Das funktioniert mit dem Rucksack einfach nicht. Und ich hatte den seit meiner letzten Tour daheim in meinem Lagerregal liegen und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen umgeräumt. Dann ist mir dieser Rucksack aus dem Regal rausgefallen und prompt direkt neben diesem Anhänger gelandet. Und dann habe ich herausgefunden, dass der von dem Maße her genau in diesen Anhänger reinpasst. Also ihr könnt das jetzt mal hier von allen Seiten sehen. Der passt hier richtig schön rein. Und dann kam mir die Idee, dass ich mir hier so eine Holzaufnahme reinbaue in diesen Anhänger, die ich da reinlegen kann. Und anstatt der schwarzen Eurobox dann wahlweise auch mit diesem Rucksack da drinnen als Transportbehälter fahren kann. Und das funktioniert sehr gut. Es ist so, dass dieser Rucksack auf der Innenseite auch komplett gummiert und beschichtet ist. Somit ist er weitestgehend wasserresistent. Es kann natürlich durch die Reißverschlüsse Wasser eindringen, aber für so eine Tour, wenn jetzt nicht gerade stark Regen ist und bei gutem Wetter, ist er durchaus geeignet und somit habe ich jetzt auch nur mal einfach eine super Verwendung für diesen Rucksack, weil er rein optisch gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich mag das Tarnmuster sehr gern. Das Konzept finde ich eigentlich jetzt auch gar nicht so schlecht mit diesen aufgesetzten Taschen hier nun mal. Auch hier mit diesem Tschechische Republik und der Flagge drauf. Gefällt mir auch ganz gut, wie das da aufgenäht ist. Aber halt als Rucksack zum Tragen einfach unmöglich. Das muss man ganz einfach sagen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, wie sie den entworfen haben. Ja, aber dann starten wir doch jetzt mal in die Tour. Ich will jetzt hier ein bisschen durch den schönen, verschneiten Winterwald durchfahren. Bin gespannt, wie sich das Bike bei diesen Verhältnissen macht in Kombination mit dem Anhänger. Und dann werde ich mir ein richtig schönes Lager aufbauen. Ich habe heute auch sehr viel Zeit. Ich kann mir halt richtig Zeit lassen. Mir wird weder die Dunkelheit einholen, noch habe ich sonst irgendwelche zeitlichen Limitierungen. Ich habe meine alten tschechischen Sumpftarn-Zeltbahnen dabei, das tschechische Kochgeschirr. Und dann werden wir uns richtig schön draußen was im Schnee zum Essen kochen. Wunderbarer Tag heute, Eiseskälte und jetzt kommt die Sonne hier raus und man kann so richtig die Sonnenstrahlen sehen, wie sie zwischen die Bäume durchkommen, ganz leicht dieser Schnee am Runterrieseln von den großen Bäumen drüber, richtig schöne Atmosphäre.
her, nachdem ich jetzt weiter ins Unterholz reingegangen bin, habe ich hier meinen Lagerplatz gefunden, wo ich mir mein Lager aufschlagen möchte. War überrascht, wie schwierig ich heute die Gegend hier erkannt habe. Das ist eigentlich ein Wald, in dem ich mich sehr gut auskenne. Durch den Schnee wirkt es allerdings komplett anders und ich habe durchaus ein bisschen Probleme gehabt, mich zum Orientieren. Direkt in dem Wald hinter mir habe ich meinen natürlichen Baumarkt. Da liegt ein Haufen Totholz rum und da werde ich mir jetzt gleich an die Arbeit machen und meine Totholzstämme besorgen, um mir mein Lager aufzustellen. Ja Leute, und auch heute habe ich wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um euch hier ein klassisches Eigenbrödler-Setup von mir vorzustellen. Ich habe also die besagten tschechischen alten Sumpftan-Zeltbahnen dabei. Normalerweise baue ich meine Lager mit einer Zeltbahn, heute habe ich mich mal dazu entschieden, beide in Kombination mitzunehmen. Es sind nämlich auch verschiedene. Wir haben einmal die rautenförmige Zeltbahn, aus der man eine sehr schöne Pyramide bauen kann. Im Gegensatz zur ungarischen Zeltbahn hat die eine richtig schöne Größe. Also die ist total gemütlich, wenn man da zwei hat, kann man ein richtig schönes Zelt rausbauen. Finde wirklich sehr, sehr schön und geräumig. Tarnmuster an sich natürlich wirklich richtig schön. Also mir gefällt das sehr gut. Ist halt so eine Weiterentwicklung oder Abwandlung von dem deutschen Sumpftarnmuster, was es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Hier verlaufen die Farben mehr. Wir haben aber auch dieses typische Grashalm- oder Regentropfen-Strichmuster drin, was ja dann auch im NVA-Strichtarn vorhanden war, wo man das dann nur auf dieses Grashalm-Muster reduziert hat. Von der Farbgebung her gefallen mir die schon sehr gut und ich finde auch, dass die in unseren Breitengraden gut funktionieren. Klar, jetzt mein heute ist Schnee, aber trotzdem funktionieren tun die auf alle Fälle. Haben wir also hier die Raute, aus der man das Pyramidenzelt bauen kann. Und dann haben wir hier noch die ganz normale viereckige Zeltbahn. Die kann man auch als Poncho halt umfunktionieren, wie das halt üblich ist bei den Zeltbahnen. Die sind schon sehr alt, beide Zeltbahnen. Man sieht, dass die ja oben gelederte Ösen haben, keine Metallösen drinnen. Hier haben wir noch einen Kordelzug drinnen. Da kann man dann oben den Kragen und die Kapuze formen. Also wenn man von denen mehrere hat, da kann man wirklich richtig was damit anfangen, mit den Zeltbahnen. Muss ich mal schauen, wann ich mal wieder rüberkomme nach Tschechien, ob ich dann mal nur mehr welche auftreibe. Bei uns sind die sehr schwer zu kriegen und auch total überpreist. Also die sind so teuer bei uns. Dort kriegt man sie meistens zu einem ganz einen guten Kurs. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht spottbillig nachgeschmissen, werden die einem auch nicht. Aber man kriegt sie weitaus günstiger wie bei uns. Ja, dann gehen wir mal rum. Ihr könnt sehen, dass ich mir da heute so ein Holzgerüst gebaut habe, an dem ich dann die Zeltbahnen befestigt habe. Vorne steht mein Klapprad daran und abgespannt habe ich das Ganze auch mit den originalen Seilen, die bei der Zeltbahn dabei sind. Lediglich die Verknotungen von den einzelnen Holzstämmen habe ich wieder mit meinen Expander-Schlaufen gemacht. Da bin ich von vorne mit der Pyramide praktisch hier hochgekommen und habe die Schnur von der Pyramide hier direkt einmal komplett oben rüber gezogen und habe die dann hier verankert und von hier gehe ich dann nochmal mit der anderen rüber und somit ist das ganze Teil hier stabilisiert mit nur der einen Abspannung auf der Seite und hinten ist es ja mit einem Hering fixiert. Dann gehen wir ein bisschen weiter rum
Ich habe das Ganze jetzt gleich als Garage für meinen Anhänger noch mit benutzt. Im Pyramidenteil habe ich mir hier so ein bisschen so eine Plane reingelegt, wo mein ganz Zeug, was ich so beim Kochen griffbereit brauche, herinnen liegt. Helicontex Ranch Chair ist am Start, da habe ich mir jetzt auch bloß eine kleine Thermomatte mit reingelegt, weil von unten her kommt schon ziemlich kalt. Dann reden wir mal als nächstes gleich über das Essen. Da gibt es heute mal wieder Gulasch bei mir. Welch große Abwechslung. Das habe ich heute noch übrig gehabt. Rindergulasch. Wenn man nicht Tschecher ist, da gibt es auch sehr oft Gulasch mit diesen böhmischen Knödeln. Und da habe ich heute dazu entschieden, dass ich eine Mini-Knödel mache. Und ich habe auch ein paar frische Komponenten dabei. Paprika, Lauch, Zwiebel, eine schöne Peperoni, damit es mal warm wird. Und einen Knoblauch. Da habe ich schon ein bisschen Salz vorportioniert für die Knödel zum Wassersalzen und Öl zum Anbraten. Und da wir ja die tschechische Konzepttour machen, habe ich natürlich auch das tschechische Kochgeschirr dabei, bestehend aus einem großen Topf und einem kleinen Topf und einem dazu passenden Deckel. Ich werde jetzt erst einmal in dem großen Topf die Knödel sieden lassen. Dann muss man das Wasser jetzt mal zum Kochen bringen und dann müssen die 12 Minuten sieden in dem Wasser drin. Und während das dann zieht, kann ich in der Zwischenzeit schon mal hier das Gemüse klein schnippeln, in den kleinen Topf anbraten und dann muss ich mal schauen, ob das Gulasch da reinpasst oder nicht. Also fangen wir mal mit dem Knödelwasser an. Stelle mir den Topf gleich mal da drauf. Das Wasser habe ich auch schon parat. In der britischen Trinkflasche. Mit der bin ich ja voll zufrieden. Die finde ich richtig gut. Wenn man jetzt zur Krönung das Wasser umfallen würde, könnte man heute zumindest einen Schnee schmelzen als Alternative. Also wäre nicht so schlimm. Sonst habe ich mal ein bisschen Schiss, dass ich was vergieße und ich dann auch kein Wasser mehr zur Verfügung habe, wenn ich nicht gerade irgendwo bin, wo ein Bach ist. Auf dem dritten Anlauf habe ich es jetzt anbekommen. Die Feuerzeuge haben jetzt auch gleich in meine Hosentasche zu den Akkus reingesteckt. Habe ich auch noch nicht gehabt, dass die bei der Kälte ein Problem gemacht haben. Ja, dann geht es jetzt gleich los mit dem Gemüse vorbereiten. Das versuche ich mir heute auch relativ klein zu schneiden. Wasser dampft auch schon gut vor sich hin. Ja, gerade so. Reingegangen. Ja, ich halte mich jetzt mal streng an die Anleitung. Ja Leute, die GoPro fängt jetzt an, die ersten Zicken zu machen. Schaltet sich von selber aus, schaltet sich wieder ein, macht das Ganze ganz oft hintereinander und lädt euch eine Späße. Ich bin gespannt, wie lange die Nummer jetzt noch gut geht mit dem Filmen. Und ich musste dann daheim sofort auf dem Heizkörper trocknen. Ich hoffe, dass das keine bleibenden Schäden hinterlässt, dass man da der Schnee rein ist. Vom Gulasch habe ich gerade auch schon mal ein kleines bisschen genascht. Das hat eine ordentliche feurige Schärfe bekommen. Genau das, was ich jetzt hier im Schnee heraus brauche. Ja, das Gulasch habe ich jetzt noch richtig schön durchköcheln lassen. Und jetzt kann ich loslegen. Gleich mal so einen Knödel da mit rein. Die können auch das Ganze ein bisschen saugen, die Soße saugen. Mit der Zubereitung von den Knödel brauche ich noch ein kleines bisschen Erfahrung, glaube ich. Ist nicht so zu 100% geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, obwohl ich sie wirklich erst ins Wasser getan habe, wo es schon gesiedet hat.
ordentliche Schärfe bekommen. Hey. Das Gulasch aus der Dose hat mir ganz gut gefallen. Das habe ich beim Netto gekauft. Das ist nämlich nicht ganz so dickflüssig. Schmecken tun sie gut, die Knödel. Etwas heiß die ganze Nummer. So Leute, mein Gulasch und meine Knödel habe ich inzwischen komplett verzehrt. Hat mir richtig gut geschmeckt. Mein Lager habe ich auch schon abgebaut. Habe jetzt noch nicht so viel mitgefilmt, weil meine GoPro ziemliche Probleme inzwischen macht. Aufgrund der Kälte und aufgrund des Wassereinbruchs durch den Schnee. Und hiermit kommen wir jetzt dann auch schön langsam zum Ende. Ich habe noch ein gutes Stück vor mir, was ich mit dem Bike durch den Wald zurücklegen muss, bis ich wieder an meinem Auto bin. Dann alles ins Auto rein verpacken und wieder nach Hause fahren. An der Stelle werde ich das Video dann auch beenden. Jetzt geht nur mal ein spezieller Gruß an einen Zuschauer von mir raus, an den Hardy und an seine Frau Bea. Die haben sich nämlich von mir nochmal meine alten Abschlussworte gewünscht und die kommen hiermit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr Bock habt, dann klickt beim nächsten Mal einfach wieder rein. Schaut gerne mal auf Instagram, Facebook vorbei, ist alles unter dem Video verlinkt. Und wenn ihr vielleicht noch Bock auf eins von meinen Shirts habt, die ich euch auf meiner Instagram-Seite sowie in einem separaten Video hier auf meinem Kanal schon mal vorgestellt habe, dann schickt mir einfach eine private Nachricht oder eine E-Mail. Ist unter dem entsprechenden Video auch nochmal in der Infobox alles verlinkt. Ich habe noch ein paar Restgrößen in Weiß übrig und aktuell noch genau 3 Stück von den Schwarzen. Also, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.